bin ein Dog for life und niemand kann mich halten. Ich werde eure Köpfe spalten, ein Dog for life und ich reiße alles mit. Das ist für meine Dogs, die so Dog mit vom Schild. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Das Wort zum Montag. So, das Thema, was ich heute behandle, da hatte ich mir schon vor ein oder zwei Monaten überlegt, das zu nehmen, habe es dann aber dann doch abgelehnt. Aber aufgrund der aktuellen Geschehnisse, wo ich vor ein paar Tagen da bei Google News gelesen habe, was abging, dachte ich, müsste ich das auch mal thematisieren. Der Grund, ihr habt es bestimmt selber alle gelesen, mittlerweile ist er, um den es hier geht, Desodog, an einer Enthauptung beteiligt. Ja, Desodog, der böse Islamist, wenn man so will. Eigentlich wette ich mit euch, oder ich wette überhaupt generell, viele von euch wissen noch nicht mal, wer Desodog eigentlich ist oder was er früher gemacht hat. Stimmt's? Die Medien benutzen ja immer dieses eine Bild, was im Juni 2007 gemacht hat, wo er vor einem lilanen Ford Mustang posiert. Ja, Gangster-Rap-Pose halt, ne? Ja, und so ist es auch. Erstmal fangen wir an, Desodog. In Mitte der 70er in Berlin-Kreuzberg geboren. Bürgerlich heißt er aber Dennis Gerhard Mamadou Kusbat. So, er ist schwarz, aber ist trotzdem deutsch. So, das liegt daran, er hat eine deutsche Mutter und einen Vater, der aus Ghana stammt. Und, was viele auch nicht wissen, er hat einen kleinen Bruder, der auch im Rap-Geschäft mal war. Also zumindest habe ich in Discogs was von 2004 gefunden. Dann nennt er sich aber Lil Deso. So. 1995 fing er dann an mit der Gangster-Rap-Karriere. 2002 soll er noch mit jemand anders zusammen dann unter dem Namen Desodog weitergemacht haben. Deswegen glaube ich, das könnte vielleicht sein kleiner Bruder sein. Vorher hieß Desodog Darkness D. Allerdings hat er da irgendwie keine Veröffentlichung. Zumindest sind da keine ersichtlich bei Discogs. Ich habe da mal gesucht, da war nichts. Auf jeden Fall Darkness D, dann wurde es erst Deso und irgendwann dann Desodog. Ja. Von 2006 bis 2009 sind 4 Alben erschienen. 2 Stück sind 2006 erschienen bei Streetlife Entertainment. Dieses Label gehört Dean Dawson. Dean Dawson bildet zusammen mit Harris das Hip-Hop-Duo Specialists. Vielleicht kennt der eine oder andere die Specialists, die GBZ-Oholika, wie sie es schon nennen. Sind auch so 2 Schwarze, aber naja, von denen hört man ja auch nichts mehr. Streetlife Entertainment dürfte es eigentlich auch nicht mehr geben, ich weiß es aber nicht. Müsste ich mal nachforschen, aber ich habe keinen Bock, jetzt 10 Sachen nachzuforschen für ein Video. Deswegen, ich sage jetzt einfach nur, wie es mein Wissensstand ist. So, den Rest könnt ihr alles googeln. Ja, er ist auch öfters straffällig geworden. Musste sogar mal in der JVA Tegel einsitzen, wo auch der Looney, der Michael Regner, eingesessen hat. Er hatte, ja, viel mit Rauschgift zu tun, auch mit anderen Sachen. Und eigentlich hat er auch offenen Vollzug gehabt, weswegen auch der damals diese Alben machen konnte, oder eines der Alben. Bis er durch einen Regelverstoß dann halt, ja, offenen Vollzug wegkam und dann komplett einsetzen musste. Ja, aber anscheinend ist er dann auch irgendwann redlich geworden und dann ging's. So, während seiner Rap-Karriere ist er eigentlich aber auch, ja, ist er irgendwie zum Islam übergetreten. Nannte sich Abu Malik. Und er gab noch auf ein Bild, als es auf Facebook noch diese Desodog-Seite gab, die mittlerweile gelöscht ist, da hat er noch also mit dem Finger herum, von wegen, er wäre ja Moslem, aber kein Terrorist. Gut. Hätte man ihn damals noch abkaufen können. Das ging ja auch. Ja, aber irgendwie 2010 hat es dann gewandelt. So. Aber im Februar 2010, da gab es ein letztes musikalisches Lebenszeichen von Desodog. Da hat er zusammen mit dem irgendeinem gewissen Pablo S.O.K. einen Rap-Track zusammen gemacht auf einem Sampler. Erschienen ist er auf Berlin Macht Records. Und das war auch die Zeit, 2010, so Anfang 2010, wo er auch dann langsam ein bisschen auffällig wurde, weil er dann schon, ja, ziemlich radikal islamischen Bestrebungen nachging. Da gab es diese Milatu Ibrahim, Vereinigung Abrahams, die in Deutschland verboten wurde. Er hatte Kontakt zur Al-Nur-Moschee, die unter Verfassungsschutz steht. Al-Nur-Moschee, da waren ja auch schon mal Pierre Vogel und Bushido war anscheinend auch da drin. Da gibt es irgendein Video mit Schnitt, den ich auf YouTube gefunden habe, aber ist halt ein bisschen verhunzt, einen anderen Zusammenhang.
Da ging alles noch so weit, aber dann irgendwann wurde es dann schon zu doll. Er stand schon richtig unter Verfassungsschutz. Und als er ist irgendwie mal nach Bonn gezogen, hat er eine Weile gewohnt und da soll es wohl irgendwie zu einem schweren Friedensbruch gekommen sein. Weiß auch immer. Auf jeden Fall ist er 2012, ich glaube Frühling 2012 muss das gewesen sein, hat er dann Deutschland verlassen, konnte sich dann der Beobachtung des Verfassungsschutzes entziehen, ist zuerst nach Ägypten gereist und dann irgendwann war er in Syrien angekommen. Ja, jetzt lebt er seit 2 Jahren in Syrien und man sieht ja, was draus geworden ist. 2013 gab es ja diese ständig die Falschmeldung von wegen, er wäre ja tot. So, ich habe es mir auch geglaubt, habe mich noch gefreut. Aber anscheinend gab es wohl irgendeinen anderen, der wohl den gleichen Kampfnamen hatte, der dann ja, krepiert ist auf Deutsch in irgendeinem Kampf. So, ich muss aber noch sagen, das habe ich jetzt gerade vergessen. Er muss irgendwann 2012 oder 2013 seinen Namen geändert haben. Er hieß dann nicht mehr Abu Malik, sondern Abu Tala al-Amani. Abu Tala der Deutsche. So, es gab wohl irgendeinen Marokkaner oder irgendwas, der ihm wohl ähnlich sah und wohl auch den gleichen Kampfnamen trug. Ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, ständig gab es dann irgendwelche Falschmeldungen von wegen, dass er ja tot wäre, aber man sieht, er lebt. Und im August 2014 konnte man es ganz gut sehen, weil da gab es dann so ein Video, was dann Mitte August 2014 veröffentlicht wurde. Wann es gedreht wurde, weiß man nicht. Man weiß nur, es stammt irgendwo aus Syrien. Da saß Desodog oder Abu Talha, wie er jetzt heißt, mit 2 anderen Mitstreitern und einem kleinen Jungen im LKW. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Video. Falls nicht, ich kann euch mal den Link dazu geben. Oder geht auf den Kanal von 30 Sekunden Rap, 30 SEK Rap, glaube ich, heißt der. Oder googelt nach Desodog Video Syrien. Ihr werdet das bestimmt finden. Auf Facebook findet man das. In der Gruppe Gemeinsam gegen die ISIS. Und ja, da lässt er eigentlich auch keinen Zweifel dran, dass er, ja, die Brüder und Schwester, also andere Muslims, dass er darauf spuckt. Weil ihm deren Lebensstil, von wegen gutes Essen und dicke Autos, ein Dorn im Auge ist. Dabei hat er selber so gelebt, eigentlich. Ja, und da lebt er auch sehr streng salafistisch mit den anderen und ja, leider zu extrem, weil, wie man sieht, er zieht ja einen Kampf gegen Ungläubige, wie man sieht. Und ja, diesen einen Mitstreiter, der da den Wagen fährt, mit dem er auch öfters mal zu sehen ist, wo ich jetzt nicht weiß, wer es ist, der muss wohl auch irgendwie aus Deutschland stammen. Da kommt dann so ein Spruch noch von wegen, ja, Abu Talha und ich, wir wünschen uns schon so lange, dass wir einen finden können, den wir enthaupten können mit einem stumpfen Messer. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Wie kann man sich eigentlich sowas wünschen, ganz ehrlich? Und ist das wirklich mit Islam vereinbar? Ich glaube nicht. Ich habe mal von irgendeinem gehört, egal welche Sünde man begeht, die größere Sünde im Islam ist, einen anderen Menschen zu töten. So. Aber andersrum steht im Islam auch drauf, wenn man irgendwelche Götzen niederfindet, lauert sie auf, tötet sie. Also Sure 9, Vers 5. Aber bevor ich hier jetzt mit dem Koran hier komme und so, das, nee, das ist mein Gebiet und ja. Ich bin immer noch der Meinung, der Islam muss irgendwie reformiert werden. Das ist einfach wichtig. Ja, da ich das Thema dann doch ausgewählt habe, liegt daran, weil vor kurzem, das ist wirklich so aktuell, vor wenigen Tagen habe ich da bei Google News dann gelesen über Desodog, dass er wohl bei irgendeiner Enthauptung dabei war. Irgendeine westliche Geisel, wieder mal. So, und da soll es wohl auch ein Video geben. Die Medien, klar, hier zeigen wieder einen Ausschnitt oder sonst was. Wohl doch einen Ausschnitt gab es, aber wo auch immer das Video ist. Man darf es natürlich nicht zeigen, weil man kann nicht zeigen, wie da jemand hier, dass er hier so die Rübe absäbelt, geht nicht. Ja, man sieht, was aus ihm geworden ist. Zuerst war er noch ein Gangster-Rapper, den man, ja, der vielleicht noch kredibil war. Obwohl die Leute noch, ja, vor allem die Jugend noch gesagt hat, yeah, geil und weiß ich was. Das ist super Mucke und so. Nur man sieht ja jetzt, was draus geworden ist. Aus Desodog. Ja, Dogs for Life. Also das Leben war wohl doch nicht. Er distanziert sich ja mittlerweile von seiner Musik. Angeblich hat er auch irgendwem angewiesen, man soll seine Musik von YouTube runternehmen und alles. Irgendeine komische linke Gutmenschenpolitikerin meinte ja auch, man sollte bei iTunes all seine
Lieder stumm schalten, ja. Nur weil er keinen Pfennig dran verdient für den Terror. Ich glaube nicht, dass er überhaupt noch irgendwas dran verdient. Ich weiß nicht, wer jetzt die Rechte dran hat, aber er wird mit Sicherheit nichts davon haben. Wovon auch immer er in Syrien lebt, da gibt es irgendwelche anderen. Das wird mit Sicherheit nicht eine Musik sein. Er zieht sich selber davon. Aber typisch linke Gutmenschenpolitiker, ne? Aber hatten schon das Thema. So, lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht, er ist ein ziemliches Arschloch geworden. Das ist einer, wo ich wirklich ihm auch den Tod wünsche. Ich hoffe, dass irgendwann ein Ami kommt, irgendein US-Armeestiefel, seine Fresse zu Matsch tritt und der dann wirklich auch tot ist, damit das Kapitel ein Ende hat. So wünsche ich es auch mit allen, die da in den angeblichen Dschihad, in den angeblich heiligen Krieg ziehen, ja, die dann irgendwann zurückkommen. Sowas wollen wir hier nicht haben. Die sollen mal schön weg sein. So, und Desodog, da mache ich auch keine Ausnahme, der hat nichts anderes verdient, als einen grausamen Tod zu finden, weil er macht das auch mit anderen oder wünscht das den anderen mit. Kein Mensch hat das Recht, über einen anderen so zu richten, so über Leben und Tod. So, ich möchte euch jetzt noch eine schöne, erholsame und angenehme Woche wünschen. Und noch eine Sache möchte ich sagen, unterstützt die Hogesa-Bewegung, denn sie sind generell nichts rechts, es sind einfach nur Hooligans. Unterstützt die Hogesa-Bewegung, weil egal, Hauptsache wir haben welche, die endlich mal was machen, weil wenn der Staat nicht aktiv wird, muss das Volk mobilisieren. Ganz einfach. Also unterstützt die Hogesa-Bewegung, ich werde es bei Gelegenheit auch tun, aber werde mich von den Chaoten und von den ganzen Rechten da distanzieren, weil die versauen mir alles. Die versauen das Ganze. Also, gehabt euch wohl. Ciao.